willkommen zum TFF-Test. Und heute haben wir 4 Batterien von PyroWeb am Start und haben uns gedacht, die sind alle relativ gleich groß, haben alle ungefähr dasselbe gekostet und dann vergleichen wir die einfach mal. Genau, wir liegen hier überall unter 5 Euro, richtige Billigheimer und sie versprechen sehr viel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überall den Preis drauf haben. Hier 3,99 die Core. Wir haben hier 3,79 Euro die Fusion, dann haben wir die Miko für 4,99 Euro und die Strob steht leider nichts drauf. Ich glaube, die kostet 3,99 Euro. Ja, 3 oder 4,99 Euro. Wahrscheinlich 4,99 Euro, weil wir haben hier bei der Miko und der Strob jeweils 16 Schuss, haben bei beiden 120 Gramm NEM, 16 Sekunden Brenndauer, das sind eigentlich, ja. Also und hier haben wir nur 10 Schuss. Ja, von dem, was es ist, wahrscheinlich dasselbe. Und nur 84 Gramm bei beiden. Ja. Genau. 20 Sekunden Brenndauer, 20 Sekunden Brenndauer, 25 Meter und 20 mm Kaliber. Hier sind es auch 20 mm. Ja. Jo. Nee. Nee, ich kann es nicht lesen. Ich bin 19 mm Kaliber. Okay, der saftige Billigheimer von PyroWeb. Wir testen sie heute. Ich wünsche euch viel Spaß. So Freunde, wir legen los. Hier mit der ersten, mit der Fusion. Das war die günstigste aus dem ganzen Set für 3,79 Euro. Beim PyroWeb-Vergleich. Genau. Fette Zerleger dafür. Ja, also für den Preis echt super. Ich bin zwar nicht so der Crackling-Freund, aber so im Gesamtpaket war die doch echt super. So, und dann geht's weiter mit der nächsten, mit der Core. Jetzt die Frage, sind wir da Core oder nicht? Ja, Mann, Freunde. Abfahrt. Ich könnte mal einen Hang da runterzulaufen. Jawohl, das war quasi dasselbe ohne Crackling. Genau. Also auch richtig schöne Batterie, kann man auf jeden Fall machen für den Preis. Ordentlich. So, welche machen wir zuerst? Mach zuerst die Miko. Erst die Miko. Auf die Strobe sind wir sehr gespannt. Miko, wir haben jetzt 16 Schuss. Auf geht's. Sagen, Alter, Gold, Blau, alles für eine Batterie unter 5 Euro, richtig saftig, Freunde. Und Blau und Gold, das ist sowieso eine geile Kombination, also 16 Schuss, saftig. So, und dann der krönende Abschluss, die Strobe. Ich mach nochmal kurz den Wicher. Oh je. Ja, es regnet leicht, Freunde. Aber das macht uns nichts. Wir machen weiter mit der Strobe. Das Crackling war am Boden, aber sau fettes Teil.
Aber sie hätte ein bisschen höher fliegen können. Also es war schon grenzwertig also, hier unten. Das Quackling, das ist schon bis fast auf den Boden gekommen. Aber trotzdem gewonnen. Für mich klarer Gewinner als Gold. Für mich war die Miko etwas besser. Gold und Blau fand ich einfach die bessere Kombination. Und da ich das Quackling nicht so mag, fand ich das mein Gewinner. Schreibt mal rein, welche euch am besten gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein. Richtig geiler Scheiß.